geht trotzdem noch. Ist das scheiße. Top, Freunde, könnt ihr aus fast 40 Metern Auto ab und zu machen. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir mal Schlüssel tauschen und Akkus tauschen. Und ich gebe euch heute alle ins Bose. Ich brauche erstmal die ganzen Autoschlüssel von mir. Bei der E-Serie sind diese Schlüssel eigentlich optisch alle die gleichen. Ne? Also ihr seht, sieht gleich aus. Das hier ja von meinem E92-335IS und das ist ja von meinem E61. Sehen gleich aus, sind auch eigentlich gleich. Ne? Die haben hier überall diesen manuellen Stecker, das heißt, das ist alles gleich. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied und zwar, das sieht man, wenn man das Ganze rumdreht. Und zwar seht ihr hier eine Luke zum Wechseln der Batterie oder den Akku. Und das Ganze habt ihr hier nicht. Woran liegt das? Ganz klar. Und zwar, der E92 hat Keyless und der E61 nicht. Und dadurch, dass diese Schlüssel ja geladen werden, indem man die quasi in diese Luke reinsteckt, also in die Zündschloss quasi, da werden die geladen. Und man hat sich gedacht, wenn man Keyless hat, dann passiert das ja oft, dass man das Ganze nicht lädt, weil man es in der Hosentasche hat und diese Keyless-Funktion nutzen möchte. Und da hat man sich gedacht, ey yo, wir machen das Ganze auswechselbar. Das heißt, ihr könnt es aufmachen und könnt den Akku tauschen einfach. Und wir fangen jetzt aber mal an, bevor wir jetzt hier anfangen, fangen wir mal an mit dem eher komplizierteren. Und zwar, wenn ihr kein Keyless habt, weil dann habt ihr hier keine Möglichkeit, irgendwas zu tauschen. Ihr müsst aber trotzdem irgendwann, ne, die Autos sind schon ein bisschen älter, irgendwann kann es passieren, yo, der geht nicht mehr so, wie er soll, der reagiert nicht mehr so gut, ihr müsst extrem nah rangehen, ist natürlich extrem nervig und da habt ihr die Möglichkeit, hier einen neuen Akku reinzulöten. Aber auch, nicht nur das, sondern auch dieses ganze Gehäuse hier zu erneuern, weil dieses Gehäuse sieht sehr, sehr misshandelt aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Also das sieht schon sehr, sehr böse aus. BMW-Emblem gibt es gar nicht mehr. Das ist alles hier wirklich sehr, sehr abgenutzt, ne? Sehr, sehr benutzt. Und wenn man da was Neues haben will, ist das natürlich ein guter Zug. Zudem, wie gesagt, könnt ihr den Akku tauschen. Ja, wie macht man das Ganze? Ist ziemlich simpel eigentlich. Ihr nehmt erstmal hier diesen Schlüssel raus und dann müsst ihr das Ganze hier oben aufschneiden. Am besten habt ihr da irgendwas zum Halten. Ich habe hier nichts zum Halten. Ich gehe jetzt hier einfach rein. Fangen jetzt hier an, das Ganze vorsichtig, immer schön von einem weg, dass man sich nicht in die Finger schneidet. Und wenn ihr jetzt schon so ein paar Mal hier durchgegangen seid und merkt, dann seht ihr hier erstmal diesen ganzen Dreck, der hier rauskommt. Und dann wäre es sinnvoll, wenn ihr einen kleinen Schraubendreher habt. Und zwar fangt ihr dann an, hier an dieser Stelle. Hier sitzt ja, kann ja keine Platine sitzen. Da müsst ihr jetzt anfangen, quasi reinzugehen und das aufzuhebeln. Schon vor uns mit einem Cuttermesser gemerkt, dass ich hier schon gut reinkomme. Hier ein neues Case mit dazu bekommt, weil das ist einfach nicht mehr reparabel, sieht nicht mehr schön aus. Das macht keinen Sinn, das wieder so zusammenzukleben, das sage ich euch von Anfang an. Und auch für die Demontage, ne, dann kann man da auch ein bisschen, braucht man sich jetzt hier nicht die Ultramühe geben. Aber ihr kriegt das auch sowieso nie im Leben wieder so zusammen, dass das gut aussieht am Ende. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Dann könnt ihr anfangen, hier das aufzuhebeln. Geht nicht zu weit rein, ihr habt dort die Plantine. Genau, ihr seht das jetzt, denke ich mal schon. Also da ist die Plantine, es füllt hier wirklich sehr, sehr viel aus. Das heißt, nicht so weit reingehen hier. Sonst wird es dünne dann. So, ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden hier, glaube ich. Mhm. Genau, einfach auseinandergehebelt. Und dann habt ihr hier das Herzstück, die Platine. Die Platine ist an der Stelle, juckt auch eigentlich an der Stelle jetzt von euch, denke ich mal, niemanden. Hier sitzt der Akku. Den Akku könnt ihr ganz einfach auslöten, wenn ihr das auf der Rückseite löst. Ich starte jetzt schon mal meinen Lötkolben. Den aktiviere ich jetzt hier schon mal, dass das hier losgehen kann. So ein Stand wäre natürlich hier die wenigsten haben, aber erleichtert natürlich das Arbeiten ungemein. So, und zwar könnt ihr dann einfach hier anfangen, das Ganze hier auszulöten. Ihr seht ja hier diese zwei Lötpunkte, die dieser Akku hat. Und da geht ihr einfach dran jetzt und löst
könnt den so dann lösen. Genau, da kann man den schon so rausschieben. Und da habt ihr den Kollegen schon draußen. Jetzt wird es natürlich Sinn machen, das Lötzinn hier zu entfernen. Ordentlich löten, Freunde, macht dort keine Spielereien. Ne? Seid dort nicht so hobbymäßig wie ich drauf. Ihr habt jetzt hier zwei solche. Ihr habt einmal so einen größeren, einmal so einen kleineren. Und muss auf jeden Fall bündig aufliegen, der Akku, weil ihr habt nicht so viel Platz in dem Gehäuse drin. So, und jetzt können wir hier mit neuem Lötzinn arbeiten. Wie gesagt, wenn ihr Profi seid, dann entfernt ruhig das alte Lötzinn, macht immer Sinn. Ich bin jetzt hier nicht so der Profi-Löter, sage ich mal. Also ich kann es schon ungefähr, aber... So, und das sollte jetzt passen eigentlich. Theoretisch könnte man das jetzt mal testen. Also da wäre ich jetzt immer einfach so ein Praktiker einfach, vom Ding her, der einfach jetzt mal sagt, Digi, ich teste das jetzt einfach mal. Freunde, seht ihr es? Ja, ich denke, man hat es gesehen, ne? Geht, funktioniert, Freunde. So, Freunde, und jetzt der Vollständigkeit halber gibt es zwei passende Arten wieder dazu. Also, ich habe das jetzt gesehen und zwar gibt es jetzt hier zwei Arten auch der Schlüssel, und zwar gibt es einmal die hinten mit Öffnung, dass ihr wieder den Akku tauschen könnt, und einmal ohne dem Ganzen. Das heißt, ihr bekommt den gleichen Schlüssel, wie ihr den Original hattet. Das ist der richtige jetzt. So, ihr seht ihn. Das ist der wie Original. Legen den jetzt hier mal hier rein. Genau. Dann verklipst ihr den einmal, zweimal, dreimal und dann ist der verklipst. Also da braucht ihr jetzt nichts mehr machen. Das Schwierigste an der Stelle war eigentlich das Löten. Wichtig jetzt, ihr tauscht diesen Rohling-Schlüssel gegen euren richtigen Schlüssel, weil den braucht ihr ja. So, das heißt, ihr habt jetzt hier quasi einen neuen Schlüssel mit neuer Batterie drin. Wir können jetzt nochmal probieren gehen, dass das funktioniert, aber... Wir haben es ja gerade gemacht, wir machen es am Ende nochmal. So, jetzt fehlt noch was. Ein kleines Detail. Ein kleines, aber feines Detail, was aus einem Schlüssel einen BMW-Schlüssel macht. Der tut von hier aufmachen. Ist das krass. Also wenn ich jetzt hier drücke, seid mal ruhig, Freunde. Seid mal ruhig. Habt ihr es gehört? Nochmal. Krass. Jetzt habt ihr quasi gesehen, quasi wenn ihr kein Keyless habt, das macht. Jetzt kann es natürlich sein, ihr habt Keyless. Ist an der Stelle gar kein Problem. Haben wir natürlich die passende Lösung. Und zwar dreht ihr das Ganze rum. Zieht ihr euren Schlüssel hier raus. Mit dem was Kleinem hier, ich glaube so drunter. Hebelt das und dann habt ihr hier schon die Batterie quasi, die hier rausgekommen ist. Also ihr legt das Ganze, die Batterie hier so rum rein, hier so mit dieser klaren Seite nach oben. Und dann müsst ihr auch schon wieder das Case hier drauf machen. Und das drückt es dann quasi dran. Und das war's schon. So, damit ich euch jetzt hier quasi nicht komplett verarsche, lasst uns mal zu den Autos gehen und lasst uns mal kontrollieren, dass das Ganze auch geht, dass ich euch hier nicht scamme, euch irgendwas zeige, was am Ende nicht geht. Das Gute ist, beim E61 sieht der Schlüssel jetzt neuer aus wie beim 335 IS. Das ist der Lifestyle, Freunde. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Genau, lasst mal rein schauen gehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
15. Ansonsten 20. Jetzt wird's kritisch. 24, 25. 29, 30. Das ist krass. Ich kann nicht mehr weiter als hier hinter. Oh, hier wohnen einfach Leute und ich stehe hier davor. Geht trotzdem noch. Ist das scheiße. Top, Freunde, könnt ihr aus fast 40 Metern Auto runter machen. Und zwar muss man den ja beim Nicht-Keyless immer reinstecken. Geht das jetzt noch? Ja, geht. Ihr seht, es geht alles an. Genau, es geht. Ja, das war's mit dem Tutorial, Freunde. Ihr könnt bei uns alles kaufen, also einzeln oder mit Schlüsselcase. Das heißt, je nachdem, was ihr halt braucht und was ihr möchtet. Nee, stimmt, wartet mal. Für den ohne Keyless nur zusammen, das könnt ihr das kaufen. Und wenn ihr Keyless habt, dann könnt ihr das einzeln kaufen. Wobei es wahrscheinlich für die meisten keinen Sinn macht, denn das Case zu kaufen. Das verstehe ich auch. Deswegen bieten wir das getrennt an. Und Freunde, ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Ringrinne, haut rein und tschüss.